Oh nein, dieses Zeug ist schon ein paar Jahre alt. Es ist sowieso höchste Zeit, dass ich mir neuen Schmuck zulege. Es sieht so aus, als würde das Haus der beiden reichen Schwestern völlig neu gestaltet werden. Es kommt alles in den Müll. Hast du das gehört? Sie wollen, dass wir ein Vermögen wegwerfen. Das Pfandhaus ist näher als die Müllhalde, mein Freund. Nun, wir sind den zusätzlichen Müll losgeworden. Jetzt, Schwesterherz, ist es an der Zeit, das Design der Inneneinrichtung auszuwählen. Ich will eine luxuriöse Renovierung. Und der Preis von $500.000 ist für uns kein Problem. Der Reichtum überrascht jetzt niemanden mehr. Lasst uns ein Loft einrichten und das Geld für etwas anderes sparen. Ich werde nicht in einer Atmosphäre von Armut und Geschmacklosigkeit leben. Du bist einfach altmodisch. Die Umgestaltung wird genauso sein, wie ich es will. Dann macht jeder seine eigene Hälfte des Raumes. Nein, 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 du wolltest eine schlechte Renovierung, nicht wahr? Bitte sehr, alles für dich vorbereitet. Schön gierig. Das ist schon in Ordnung, ich kann es auch ohne Geld machen. Zeit, das Aussehen zu ändern. Das steht dir. Lern von mir, Schwester. In jedem Outfit gut auszusehen, ist ein besonderes Talent. Auch wenn ich jetzt kein Geld mehr habe, werde ich beweisen, dass ich genauso cool sein kann. Ich hoffe, mein Origami-Unterricht in der Schule ist mir in Erinnerung geblieben. Ha, siehst du? Ich werde die Königin der Umstylings sein. Oh, oder der peinlichen Situationen. Wir müssen den Raum teilen. Haha, du bist so tollpatschig. Genug der Show, es ist Zeit, zur Sache zu kommen. Hier ist sie, eine perfekte Linie mitten im Raum. Pleite oder reich, wessen Umgestaltung wird besser sein? Du wirst verlieren. Ich könnte aus diesem Ort eine beliebte Fotozone machen. Was soll ich malen? Nein, das auch nicht. Oh ja, perfekt. Das werde ich machen. Ich werde alle meine Talente mit dir teilen. Diese Prinzessin hatte nur einen Schminkpinsel in der Hand. Sie ist kein Gegner für mich. Nach meinen Berechnungen würde mein Tagesablaufplan hier gut aussehen. Nein, vielleicht ein bisschen nach rechts. Es ist ein bisschen unordentlich, aber das ist nicht schlimm. Es ist nur ein Farbtablett. Nein, nein, nein. Toll, kein Schmutz. Ich wische Lucys Nase ab, sie wird eifersüchtig auf mich sein. Loftstil oder Grunge, diese Wohnung wartet auf eine Veränderung. Ich werde langsam, aber sorgfältig malen, im Gegensatz zu Vanessa. Ich muss das ernst nehmen. Was hat die denn vor? Jetzt kommen wir zu der spannenderen Phase des Ziehens. Teilt das Bett in zwei Hälften. Das wird mein perfekter Tagesablauf sein, sobald ich aufwache. Aber wenn es dir sehr gut gefällt, dann darfst du meine eigene Idee gerne kopieren. Was? Sie ist so naiv. Toll, was für ein schöner Rock. Ich bin inspiriert. Ich brauche mehr Details. Uff, endlich fertig. Der Auftrag des Tages ist fertig. Du wirst so weiße Zähne haben, als ob du regelmäßig zum Zahnarzt gehst, um sie aufhellen zu lassen. Und was ist mein nächster Schritt? Oh, dieses Brett wird ein schönes Regal für mich sein. Es ist Zeit für ein wenig Schraubenzieherarbeit. Dann wollen wir mal, ja? Ich habe schon alles berechnet, damit es super gerade hängt. Ich hab's. Das Porträt von Kissimissi ist fertig. Oh, ich habe mir meine zarten Hände schmutzig gemacht. Wo sind meine Servietten? Na gut, ich helfe dir finanziell aus. Das habe ich ja toll gemacht. Oh, schön. Ich habe eine Idee, wie ich das Geld ausgeben kann. Ich löse das Rätsel auf meinem Instagram. Ihr habt gefragt, wohin ich verschwunden bin. Was haltet ihr von der Fotoecke, die ich gezeichnet habe? Die Bücher werden das Herzstück des Regals sein. Oh, was für ein tolles Zimmer ich da bekomme. Hallo, ich mache gerade eine Umgestaltung im Loftstil. Hier ist ein selbstgebautes Regal. Da ist mein Zeitplan, den ich selbst gemalt habe. Hey Lucy, hast du geschrieben, dass mein Design schrecklich ist und alle zu deinem Stream eingeladen? Danke für den netten Kommentar, Schöpfer777. Was steht bei mir gerade auf dem Plan? Richtig Zeit fürs Training. Bis bald. Ach, wie schön ist es, Fans zu haben. Oh, ich habe eine Idee. Wir alle brauchen manchmal Privatsphäre, besonders im Badezimmer. Wow, was für eine schöne und teure Leinwand. Das macht nichts. Ich werde mir auch so eine machen, nur mit meinem Budget. Und die Vorhänge sind genau richtig dafür. Und hier werden sie auch noch besser aussehen. Jetzt kann ich mich vor den hochmütigen Blicken meiner Schwester verstecken. Der Eimer wäre auch schön zum Dekorieren. Zum Glück kosten die Aufkleber nur ein paar Pfennige. Oh nein, Kumpel, du siehst echt langweilig aus. Und ich kann kitschige Sachen nicht ausstehen. Du musst sofort aufgerüstet werden. Nun, das ist kein Problem. Ich habe gerade eine Menge Plüsch gekauft. Du bekommst ein neues Outfit. So ist das schon viel besser. Jetzt mach mal Licht. Neon ist gerade in Mode. Fantastisch, das sieht jetzt richtig cool aus. Mein Eisenthron wird edel und hell aussehen. Ich bin fertig mit der zukünftigen Toiletteneinrichtung, aber ich kann nicht auf das Spülfass verzichten. Schere, du bist dran.
Ich habe die Pappe in mehrere Stücke geschnitten. Jetzt ist es an der Zeit, sie zu bemalen. So wird es viel besser aussehen. Ich muss nur noch alles zusammenkleben, um sicher zu gehen. Denn ich will nicht, dass das ganze Wasser auf mich spritzt. Ich finde, es ist ganz gut geworden. Die Hauptsache ist, dass es richtig funktioniert. Oh, ich wusste gar nicht, dass es so schwer ist, arm zu sein. Aber wenigstens geht's mir gut. Okay, habe ich etwas vergessen? Ach ja, richtig. Ich brauche einen Hocker, sonst falle ich um. Es ist noch ein bisschen Stoff übrig. Und warum im Laden zu viel bezahlen, wenn man alles selbst machen kann? Toll, ich habe es geschafft. Jetzt muss ich nicht mehr eine Stunde warten, bis Lucy das Bad geräumt hat. Ich muss mit meiner Schwester mithalten. Ich muss auch die Wohnung dekorieren. Die reiche Lucy bevorzugt wie immer die exquisite Dekoration der Prinzessin. Ja, goldene Einhörner sind genau das Richtige. Ich liebe sie, seit ich ein Kind war. Eines Tages werde ich mir ein echtes kaufen. Niedlich und stilvoll. Ich habe es geschafft, einen gemütlicheren Ort als unsere letzte Toilette zu schaffen. Und wie kann man hier keine Sauciere in Form einer Mini-Toilette aufstellen? Ich werde das mal ausprobieren. Hm, Apfelgeschmack. Das Leben ist schön. Oh, ich muss den Bildschirm schließen. Nicht gucken. Geh zurück an deinen rechtmäßigen Platz. Hm, hier fehlt etwas. Vielleicht lasse ich mich ja von einer Einrichtungszeitschrift inspirieren. Oh ja, ich hatte eine tolle Idee. Diese Zeitschriften wären sogar noch nützlicher, als ich dachte. Also haltet euch ran, DIY-Kanäle. Ihr habt ernsthafte Konkurrenz bekommen. Und da ist sie. Eine stilisierte, handgemachte Sauciere. Seht nur, wie klein und niedlich sie ist. Wir sollten sie für einen guten Zweck verwenden. Oh nein, ist das eklig. Ich werde sie bestimmt nicht essen. Was für ein unfaires Leben ich habe. Ich gebe mir so viel Mühe. Ah, ist das eine Art universelle Verschwörung gegen mich? Ich fühle mich wie eine Verliererin. Wow, was habe ich für ein schönes Zimmer. Aber es fehlt etwas. Ich weiß, ich sollte etwas Gold für meine ausgefallene Idee reiben. Ihr gebt den Schrott, brauche ich kaum noch. Die hat doch was vor. Glaubst du, du bist die Einzige, die hier so kreativ ist? Ich werde ihr beweisen, dass Geld nicht alles ist, wenn es um Makeovers geht. Ah, der Glanz des Goldes ist einfach hypnotisierend. Es ist der perfekte Farbton. Das nenne ich Kunsttherapie. Puh, der selbstgemachte Bambusrahmen ist fertig. Ich muss nur noch herausfinden, wo ich ihn aufhängen soll. So, das ist genau das, was ich brauche. Jeder, der mein Zimmer betritt, weiß sofort, wie es mir geht. Ich werde hungrig. Ich könnte einen Snack gebrauchen. Ich arbeite auch so schon hart genug. Hm, warum nicht ein paar süße Details hinzufügen, damit die Tafel nicht so trivial aussieht? Ich bin ein Genie. Wow. Oh, hat Lucy ihr Gemälde schon fertig? Es sieht sehr luxuriös aus. Ich könnte allerdings noch ein paar Verpackungen gebrauchen. Ich habe einen kreativen Drang, etwas Interessantes aus ihnen zu machen. Und ich muss keinen Cent dafür bezahlen. Jackpot! Das Schwesterchen hat mich unterschätzt. Ich werde diese unausgesprochene Schlacht der Make-ups gewinnen. Hey, bist du bereit, den Zauber zu sehen? Voilà, die Wände sehen super schön aus. Aber damit kann ich nicht aufhören, oder? Meine Vorstellungskraft funktioniert sehr gut. Aber es fehlt eher an Helligkeit. Ich sollte hier mehr Farben hinzufügen. Es ist gut, dass die Kunst das Experimentieren liebt und ich liebe es, mit Sprühdosen zu malen. Die Farben Rosa und Gold ziehen die Blicke auf sich und geben dem Bild die richtige Stimmung. Danke an Lucy für die Farbe. Ich glaube, mein Meisterwerk ist fertig. Hm, was soll ich noch hinzufügen? Die private Toilette und die Einrichtung sind da. Die gestrichenen Wände sind fertig. Wie konnte ich das nur vergessen? Jetzt sind die Möbel dran. Ich werde beweisen, dass auch die Reichen handwerklich begabt sind. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist. Aber ich werde nicht aufgeben. Oh, wenn ich Geld hätte, würde ich einen Möbelpacker engagieren. Das ist so anstrengend. Ich schleppe ja auch nicht jeden Tag riesige Felsbrocken. Perfekt geschnitten. Ich habe wirklich goldene Hände. Aber diese Tischbeine sehen billig aus. Die Farbe hilft mir. Hauptsache, mein Lucci-Kostüm wird nicht schmutzig. Oh, es ist nicht schlecht. Ich mag es sogar. Ich muss es noch einmal machen. Das wird ein wahrhaft königlicher Tisch. Die Tischplatte steht schon. Ich muss sie nur noch streichen, aber da habe ich schon kreative Pläne. Ich hoffe, es wird so, wie ich es mir vorgestellt habe. Halte durch, Vanessa. Es gibt nicht mehr viel zu tun. Die Beine sind da und es ist gut, dass ich das letzte Stück fertig habe. Uff, es ist schwer, aber es ist fast perfekt flach. Außerdem ist es ein toller Ort, um meine Idee umzusetzen. Ein hübscher und heller Tisch ist genau das, was diesem Ort noch gefehlt hat. Und warum habe ich vorher Profis engagiert? Schließlich kann ich jede Aufgabe selbst erledigen. Und das arme Mädchen will unbedingt gewinnen. Flüssige Kunst ist immer eine gute Lösung. Schau nur, wie schön das ist.
Komm schon, sei nicht schüchtern, mach es dir gemütlich. Du hast das wirklich alles selbst gemalt? Du hast Talent. Hey, Alan, mach ein Bild von mir und Kissy Missy. Sieh mal, ist das nicht eine Bonbonkrone? Sie lädt zum Essen ein. Wow, was für ein cooler Tisch. Normalerweise verkaufen sie so etwas für Tausende von Dollars und Lucy hat es mit eigenen Händen gemacht. Das ist der Hammer. Oh, du schmeichelst mir, aber du kannst weitermachen. Übrigens, hast du die Hälfte meiner Schwester gesehen? Sie nennt es Loftstil. Was ist mit der schlechten Innenausstattung? Seid ihr sicher, dass ihr Schwestern seid? Sie könnte von dir lernen, aber ich habe es so sehr versucht. Siehst du das auch? Eine Art kindischer Tagesbefehl. Und billige Farbe ist es auch noch. Oh, tut mir leid, ich habe aus Versehen deinen Aufsatz kaputt gemacht. Ich will es nicht mehr hören. Und mir gefällt es hier. Das Bild ist schön. Warum sind sie so grausam? Ist meine ganze Energie umsonst gewesen? Hey, hör nicht auf sie. Das hast du toll gemacht. Glaubst du das wirklich? Das bist du also, Schöpfer 777. Sie ist so süß. Welches Makeover hat dir besser gefallen? Schreib deine Antwort in die Kommentare.